Oh, das Fadian provoziert die Nords. Willkommen zu Let's Play Mountain Blade Warband Speedrun. Wir haben beim letzten Mal das gemacht, was wir heute auch wieder tun werden, nämlich in einer Burg sitzen und Dinge tun. Ja. Gut. Ich habe letztes Mal schon viel gesagt. Ich bin ja im Vorproduzieren. Jetzt habe ich keine Ahnung. Grün. Was soll denn das für die Schande werden? Ah. Ja. Es ist immer wieder super, wie sie sich einfach Sachen wegnehmen lassen. Ja, vor allem die Grünen, die einfach den größten Bonus haben. Oh, das tut so weh. Na gut. Wieder Themen für das Spiel. Wusstet ihr schon, dass ihr so unglaublich unbelohnt werdet, wenn ihr autonom spielt, anstatt selber zu kämpfen? Okay, wenn hier schon ein Turnier stattfindet, dann machen wir mit. Hey, König. Ah, doch, da. König Ragana. Oh. Ich dachte, es wäre mein Verbündeter gewesen. Oh, drei rote. Okay. Konzentration. Gut, das andere erkläre ich jetzt mal nach dem Turnier. Oh, fast einfach glatt gewonnen. Das sind immer die gearscht, die in der Mitte sind. Ja gut, ich werde jetzt einfach rausgenommen. Die Roten haben eindeutig gewonnen. Danke, dass ich ausgeschieden bin. Also, ihr habt immer einen großen Nachteil, wenn ihr nicht selber an dem Kampf teilnimmt, sondern die anderen teilnehmen das. Und zwar werden die Truppen in Punkte eingesammelt. Also diese Truppe ist so viel wert und diese Truppe ist so viel wert. Und in einem Schlachtfeld ist zum Beispiel ein Pferd gleichzusetzen, also ein Elitepferd mit einem Elitesoldat, egal welche Fraktion. Und dementsprechend ist es so, wenn ihr 10 Elite-Pferde habt, mit dem ihr selber irgendwie so 100 Banditen wegmachen würdet, dann machen diese 100 Banditen eure Pferde einfach in 0, nichts weg und ihr selber seid dann auch sehr schnell gefangen. Und deshalb kleiner Tipp an mich, so egal für was, macht diesen Autokampf nicht, denn darin verliert ihr nur unnötig Truppen, glaubt es mir. Egal mit welcher Stellung ihr auftretet, selbst gegen die einfachsten Banditen verliert ihr halt einfach. Und vor allem kriegt da dann auch jeder EP, wenn ihr das macht. Also selber kämpft. Und im Autokampf wird das berechnet, wer das bekommt.
Recht interessant. So, haben wir hier was verpasst? Nein. Dann ist das so. Na gut. Fekire und Rodoks mögen sich wieder nicht. Meine Güte. Lala. Jetzt kommt doch schon. Kann man das sehen? Aha. Ja, egal, das sind wichtige Infos für mich. Danke, ich habe gerade noch gesehen, dass die keine unbeglichenen Rechnungen haben. Jetzt gehen sie sich schon wieder an die Gurgel. Nur mir kann das egal sein. Oh, bitte machen die Nords. Tatsächlich möchte ich, dass die Nords die Vigiere wegmachen, weil wenn die Vigiere wächst, dann kann man da super Territorium erlangen. So später. Weil die keine guten positionellen Stellungen haben für ihre Sachen. Das ist aber auch Wissen, das braucht euch nichts angehen, weil ihr damit nichts anfangen könnt. So, eine Woche noch, dann haben wir das nächste Gewerbe. Dann, obwohl ich habe eigentlich schon Interesse, dahin zu gehen. Ganz. Ach grün, ihr seid putzig. Nee, ich gehe davor nochmal dahin, riskiere es von Banditen angegriffen zu werden. Und gehe dann über einen Umweg Sola. Und dahin zu gehen ist auch eigentlich Selbstmord, weil da viele Banditen sind. Das heißt Revan, Diri muss ich nachschauen, wenn ich nach Nara tröge. Ich glaube, Ichamura war auch. Nein, dann machen wir so, dann gehen wir erstmal. Oh, Sultanat gegen Knight Kerrigit. Das heißt, diese Burg wird recht schnell an Knight Kerrigit fallen. Wenn sie klug sind, nehmen sie die 2 Euro mit. Ja, das werden wir sehen. Nein, bei dem Turnier mache ich nicht mit. Können wir mal vergessen. Wird belagert. Kriegen sie es? Ich glaube nicht. Oh doch! Das sieht man, also zumindest. Ja. Sultanat und Knäckchen. Erobern und dann noch schnell Frieden schließen. Das ist gut. Aber jetzt glaube ich, dass ich eine Woche mehr warten muss. Nein, das ist gut. Zum Markt. Nein. Unternehmt einen Spaziergang durch die Straßen. 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 Hallo, Herr Gildenmeister.
So, dann ab nach da. Hoffen, dass man nicht angegriffen wird. Was sehr gut aussieht. Oh, ich wurde nachts überfallen. Damage, ich glaube, es hakt. Das sind halt Nordbanditen. Okay, es hat gereicht. Geil. Jetzt möchte ich aber zum Marktplatz. So. Wie viel? Okay, ich besitze kaum noch Geld. Gut. Dann schauen wir uns wieder weiter die Lage an. Ah, die hatten so Glück. Das setzt den halt wieder zu. Ich bin gespannt. Ja, da hat man es bei dem einen gelesen, ist der. Aha, Rodox. Das ist immer ein Problem für die zwei Städte, wenn man einen Krieg gegen den Rodox führt. Aber vielleicht gehen sie auch diesmal in die Mitte. Ultimate Battle of History. Aber es passiert nicht so viel so. Hier, ja klar, aber. Ja, Lorgansson, Königreich der Nords, ist entflohen. Ah, man weiß nicht, was er getan hat, aber er ist halt einfach entflohen. So, es tut mir leid, aber der Dude ist nicht mehr hier. Ich will auch gerne nach Reef Check, aber da sind so viele Seeräuber. Oh Gott. Aber das wäre eine Safe-Möglichkeit, dort Geld zu bekommen. Bin mir noch unsicher. Ja, guck, 2000 sind jetzt. Ja, 5 Wochen, jetzt nur noch 4. So, die Folge wird noch davon sein und dann muss ich nie wieder solche Folgen haben, weil ich dann einfach Geld im Überfluss haben werde. Danach sind es nur noch 4 Wochen. Ehrlich, Menschen sind schon längst nicht mehr auf der Straße. Aha, und was mache ich dann hier? Pff. Oh, Burg Renly. Was ist die? Ah. Dachte ich es mir, dass die Grünen die Burg holen. Nein, Swadien, ihr werdet nie mehr zur Ruhe kommen. Und selbst wenn ihr nicht im Krieg mit Knight-Kergit seid. Es ist mir echt egal, aber wenn Dirim fällt, dann werden die auch die Burgen da oben nicht mehr so gut kontrollieren können. Es wird alles auseinanderfallen. Burg Helldan ist gefallen, das heißt, entweder die gehen jetzt die Burg an, die, oder die stürzen sich auf einen der zwei Städte. Müssen halt einen großen Kreuzzug zusammenbekommen, was aktuell eigentlich nur die
weil die auch viel besitzen. Mad Respect. Leider gibt's nicht den schnelleren Beschleuniger. Alter, es wäre so fresh einfach, wenn es einen schnelleren Beschleuniger geben würde. Dann würde ich pfeifen. Dass die Dörfer, also mit der Zeit, ihr seht es ja, dass die Fürsten immer wieder so das Zeug plündern. Und selbst für Leute, die Minimum Verstand haben, müssen sich fragen, ja, wenn Fürsten Städte plündern, nebenbei bringt das Unbeliebtheit von 8. Und schon nach einer Unbeliebtheit von 1 kann man da keine Truppen mehr herholen. Selbst für Leute mit wenig Verstand müssen sich dann fragen, Moment mal, im Endgame, wo holen sich die Fürsten noch ihre Truppen her? Yay, Logik. Also ganz im Endgame haben die ja natürlich ihre eigene Stadt. Aber die werden überall unbeliebt und könnten niemals ihre Truppen so schnell aufstocken. Das meine ich damit. Oh, aber da kommt man schon sehr weit bei Gelb rein. Warum steht Burg Rhein die nicht noch? Ich will Veränderung sehen. Ich will Trash Talk führen. Gib mir jetzt endlich Infos. Ich bin ungeduldig. Ich bin ich. Würde das Ganze schneller gehen, dann würde ich es auch auf andere Art und Weise machen. Aber das Spiel sagt einfach nein. Das macht mich schon sehr wütend. Deshalb wollte ich das nicht machen. So, Kampfvorteil ist 0, aber ihr seht, dass es sehr viele Pferde sind. Die sind zwar nicht gut, aber trotzdem, es geht hier ums Prinzip. Das sind stinknormale Bogenschützen. Nicht, ist sehr, ist gut. Glaubt es mir. Er braucht nicht mal eine Hand am Sattel und er kann rein. Ich glaube sogar, dass die stinknormalen Pferdchen mit den Menschenhändlern es sogar draufgehen werden. Aber dass die Nordbogenschützen hier sind, ist gar nicht mal so schlimm. Da guckt es euch an. Da der Erste, der tot ist. Nebenbei sind die Menschenhändler neutral. Hi, tschüss. Er will fliehen und die Menschenhändler sind zu dumm, um ihn zu töten. Yay! Wir haben Maps gesehen. So. Lagerverwalterin, Sklaventreiber. Bodog Armbrustschütze. Haben wir ein bisschen bessere Armbrustschütze für nichts. Nordischer Helm. Nordischer Schelm. Na gut, dann gehen wir jetzt wieder rein. Ihr habt es ja gerade gesehen, warum ich nicht die schnellere Variante machen kann. Vor allem bei den Nords, bei dem Königreich des Nordens ist es hier oben ziemlich schwer. WG und die Nords haben Frieden geschlossen. Hat sich da dann irgendwas getan? Ja, die haben Burg Helgarn wieder zurückbekommen. Ja, toll. Freut euch. Die haben wieder ihre Burg zurückbekommen. Wie langweilig. Und die zwei Fraktionen haben sich gegenseitig gar nicht auf die Fresse gehauen. Wir haben Snebel.
Das liegt nicht an meinem Bildschirm. Vor allem merkt euch so ein bisschen die Zahl, also ganz unten rechts. So, 12.000. 12.057. Das hat zwar nicht wirklich Relevanz, aber ich wette, dass ich am Ende bei 13.000 rauskomme oder so. Also zumindest sind das die normalen Runs. Außer natürlich, es läuft alles glatt. Dann ist es was anderes. Vegire gegen Knightcare geht. Was für Spasten. Dann hier weitermachen, ne? Oderburg Nelga. Nellak. 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 Nellak ist hier. Sie geben niemals auf. Franzosen sind hier. Sie haben die Flagge auf. Männer wie sie. Dürre und Hitze, wie Deutschland leidet. Aha! Also nicht die Bewohner, sondern nur das Land an sich leidet. So sind wir jetzt schon angelangt. Danke, Regierung. Aber ihr merkt eventuell an meinen Finanzen, ihr habt es ja vorhin gesehen, es lohnt sich ein paar Folgen des Nichtstuns. So die ersten 10 Folgen, egal wie ich meinen Speedrun anstelle, sind halt des Nichtstuns. Und danach machen wir halt, also das Let's Play ist auch mit viel Einseitigen verbunden. Also natürlich am Anfang diese Gewerbesache ist eins. Danach wird eine dauerhafte Sache sein, Burgen erobern, also wieder Burg stürmen und eine Stadt stürmen. Das wird ziemlich einseitig sein, also ich werde das wohl ziemlich oft machen müssen. Und auch bei anderen. Und was auch ziemlich oft vorkommen wird, ist, dass ich mir von irgendwoher Rekruten hole und diese Rekruten ausbilde. Und da, guck mal, die haben Burg Rindi bekommen. Rekruten, rumreiten mit ein paar Pferden, dann hier oben hingehen, sie ausbilden und das machen wir jetzt. Dann, das machen wir dann auch immer und immer wieder. Deshalb nicht wundern. Das muss ich aber auch so machen. Ganz einfacher Grund. Weil ich es kann. Burg rein, die packt da Leute rein, freut euch und zieht jetzt in Kreuzzug gegen diese gelben Spasten los. Es passiert hier aber auch nichts. So, diese eine Burg. Oh. Es tut mir ja leid. Das Ding ist, dass die Kräfte sehr schnell erschöpfen. Gegen die Vegire kämpft. Ja, gegen die Vegire kämpft die doch. Dann macht doch was. Macht eine Burg weg. Ja, ich achte jetzt mehr auf den Text links unten. Und schau mal, ob die wirklich nichts machen oder ob hier keiner was machen kann. Ich zahle Geld. Ein Graf von den Rotdogs wurde besiegt. Ein Fürst von Knightkergit wurde besiegt. Rotdogs und Saranidisches Sultanat machen Jied. Dörfer werden geplündert. Vegire wurde im Kampf besiegt. Noch einer von den Vegiren wurde im Kampf besiegt. Knightcare geht. Hotok. Knightcare die Zwadien. Also die zwei hauen sich auf die Fresse. Und die zwei kann ich jetzt hier rauslesen. Dörfer werden geplündert. Das ist hier nicht das Interessanteste.
Okay. Ich verstehe, was ihr Problem ist. Die Idioten verbannen Fürsten aus ihrem Reich. Ja, ne? Kann ja auch nichts machen. Das müsste der hier sein. Gildenmeister. Zack. So, und jetzt gehen wir mal in die Richtung. Geil. Oh, ich hab's geschafft. Super. Ihr habt's gesehen, dass da ein paar Banditen waren. Uff. Rodok und Svadin haben Frieden geschlossen. Das heißt, beide kämpfen gerade aktuell nicht. Und es hat sich auch nicht viel getan, außer dass ein paar Burgen ein paar Dörfer geplündert wurden. Ich habe wieder eine Erwähnung auf Discord. Sogar zwei. Svadin und Knight Kergit sagen, wir mögen euch nicht. Ja, und ansonsten auf meinem Server wurde was geschrieben. Gut, nur ein Jied. Nur ein Jied. Noch ein Jied. Ja, so, was soll ich da groß kommentieren? So, es tut mir leid. Außer ich hab Bock auf den Trash Talk. Außer ihr habt Bock auf den Trash-Talk, dann spult jetzt nicht irgendwie so 10 Minuten vor oder so, aber... Bock Tilpaus. Ich nehm's zurück, dass die gut sind, weil die ganze Zeit ihre Jagd kehr geht und jetzt werden die auch noch Bogdeshios wieder verlieren und Rindy wird, denke ich mal, auch fallen. Oh, da hab ich mich so gefreut. Aber die kriegen nichts hin. 25, ja, 3 Wochen noch warten. Ich würde ja auch gerne so dieses Schnelle machen, aber jetzt gehen halt zu oft da wieder Banditen her. Was soll ich denn da machen? Ich kann mich natürlich auch irgendwo hier hinstellen und dann schnell alles machen, aber. Ich weiß tatsächlich, was ich nebenbei machen könnte. Ihr werdet es nicht sehen, aber. Mond. Im Blade Warband Gefährten. Und da haben wir tatsächlich das Video. Und zwar will ich schauen, welche Gefährten mir fehlen. Und dann in jeder Kneipe nachschauen, ob wo es die gibt. Denn man kann bis zu 8 Gefährten haben, die sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. So, hier habe ich die Liste. Diesmal like ich das Video, damit das auch nicht weggeht.
So, Alain, Barthersu, Bunuk, Dishavi, Venetes, Jeremos, Cleffi, Ymira. Den Rest wollen wir nicht haben. So, hat sich was getan? Ja, wie ich es gesagt habe. Juhu. Das ist nur noch eine. Ja, Knightcare geht. Geht zum Saurenidischen Sultanat. Ach komm, wisst ihr was? Ich schaue mir die Karte gar nicht mehr an. Unterbewusst schon, aber nicht mehr bewusst. Yay. Geld, Katsching. Burg Decius wird belagert von Swadien. Dann werden wir gleich orange auftauchen sehen. Dass die sich doch noch zurückschlagen. Uff. Das hat immer strategische Gründe, warum Dirim und alles drumherum fällt. Ist aber mal einer der wenigen Runs, wo Swadien wieder zurückschlagen kann. Wann wird dies knurrt dann? Ah, und die holen sich ihre eigene Hauptstadt wieder. Ja. Es hat doch strategische Gründe, warum eigentlich die hier immer fallen. Sobald Nara fällt, haben die halt. Dann warten wir jetzt drauf, bis das hier orange und das hier weiß wird. Also grau, sorry. Ja, Burg Decius ist wieder grau und Knurdan. Kurdan. Da schauen wir jetzt mal ganz kurz drauf. Ah, steht nur echt, wird belagert. Knight, Kiergit und Vegire. Hahaha. Was für Schlingel, damit die Hauptstadt nicht fällt. Oh. Buh, Infinity Depp an der Stelle. Wenn ich da hingehe und die dominieren und ich dann die ganzen Burgen wegräume, uff. Das wird ein Sad Noise für alle sein. Ich mache das immer, weil ich es kann. Ja, Knight Kiergit zerstört sich selber weiter. Ja, mach das und seid dann schön, ne? Wie. Ah, noch eine Folge danach und dann sollte das Geld fließen. Die Stadt, Knurdan, Ichamur, Tulga, Nara und so weiter. Geld fließt in Strömen. Ich weiß auch nicht, warum ich immer im Minus bin mit gewissen Fürsten. Aber manche mögen mich halt einfach nicht von Gründen, die ich nicht kenne. Knall, hier geht kämpfen. Ah ja, gegen die hier. Burg Rinder wird nicht mehr belagert. Ah. Ja, es ist. Burg Rinder ist halt von Dirim weiter weg als von Nara, deshalb behalten die meistens.
Hört diese tolle Musik. Okay, sie ist nicht toll, sie nervt, aber hört diese Musik. Es ist fast wieder alles wie am Anfang. Eine Burg, die anders ist. Ja, da noch eine, aber... Darum geht's nicht. Burg Rendi wird wieder belagert, das heißt, die fällt auch bald wieder zurück an die hier. So, weiter geht's. Wie sah hier nochmal der Gildenmeister aus? Ich glaube, der ist hier nicht. Wie sah der Gildenmeister aus hier? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ah ja, ich weiß wieder, welcher das war. Das war der hier in der Ecke. Ja, hier haben wir das Problem, dass wir nichts bekommen, um zu traden. I'd slit your throat for a trinket. Ne, Trunderer-Banditen. Ja, okay, die gehen. Menschenhändler werden sterben. Dafür sind es einfach zu viele. Oh, der spartische Waffenknecht ist getötet worden. Jetzt schon halb tot. Hört doch auf, die zu töten. Leben halt immer noch viel zu viele. Ich muss bis zum Umfallen kämpfen. Es gibt maximal noch einen. Ja! Brot, Raucherfleisch. Yep, ich bin alleine. Aber zumindest besitze ich noch mein Pferd. Ja, jetzt muss ich noch mal einen Tag warten. Ja, da kann man nichts machen. Wie schon gesagt, es sind 40 Banditen. Ich habe kein Leben, ich habe keine ausgebildete Truppe, ich habe keine Rüstung, Waffen, etc. Und dementsprechend werde ich halt einfach weggemacht. Muss ich meinen Plan ändern, ist die Frage. Es ist nicht schlecht, an Zeug ranzukommen.
Ja, die Woche ist wieder recht langweilig. Irgendwas Spannendes passiert. Nein. Ich glaube, das habe ich erwartet. Rodox geht. Wenn Burg Almara fällt, dann sind sie echt Lappen. Zeit für die Truppen. Keine. Oh, wundert mich ja nicht. So. Du siehst aus wie ein Gildenmeister. Eure Beziehung passt mir nicht. We can do this the easy way or the hard way. Jetzt kommen, das ist 4 gegen 1. Jetzt macht euch nicht lächerlich. Ah. Ah, der hat eine Lanze, den mag ich nicht. Wie schon gesagt, ihr habt Lanze, euch mag ich. Spiel mit Absicht so. Aha. Braucht immer so unglaublich lange zum Anlegen. Oh, hab ich ein Glück. Das Schlimmste in diesem... Deine schlimmsten Feinde sind immer die Berittenen. So, der eine braucht mich jetzt nicht mehr zu interessieren. Jetzt spiele ich auf Safe. Wenn ihr schon so dumme Banditen seid, dann bekommt ihr auch nur das Beste. Zack. Alles von den Banditen ist tot. Steppenpferd schwer. Pferd mit Hohlkreuz. Ah, ich nehme mal eins mit. Und ansonsten ist mein Zeug besser. We'll have our pay, we'll have our fun. Oh, das sind auch wieder Steppenbanditen, ne? Okay, dann zeige ich euch mal was Episches. Also sollte das wirklich alles Reiter sein, bin ich sowieso tot. Aber ich möchte euch mal zeigen, wie ich richtig fighten kann. Okay, ich bin tot. Da brauchen wir nicht drum diskutieren. Wenn ihr jetzt von mir erwartet, dass ich gewinne, dann tut es mir echt leid. Ich kann nur hoffen, dass meine 2 Menschenjäger... ansatzweise Zeit rausziehen können. Jetzt wieder kurz aufpassen.
wieder alleine. Das ist jetzt mittelmäßig. Das Schlimmste sind die Bogenschützen. Ich probier mal was. Na, das hat nichts gebracht, weil ich keine Rüstung habe. Das Problem ist, sobald ich eine Kurve einnehme, habe ich Probleme. Und ich bin jetzt gleich tot. Einen will ich noch. Mist. Aber ich habe mich gut geschlagen dafür, dass es Reiter waren. 5 habe ich getötet. Hey, bitte, falsche Richtung. Wurde mein Pferd geklaut. Zum Glück habe ich ein Ersatzpferd dabei gehabt. So, ihr könnt mich mal alle am Hintern. Jetzt muss ich wieder eine Woche warten. Oder warte. Ah, nee, muss ich nicht. Muss ich nicht. Der Gildenmeister. Ich glaube, der hier war der da oben. Oh, da kann Kinnhaken geben. Das PvE-Damage ist nicht an. Nein. Hey. Hey, Gildenmeister. Hey. Hey. Ja, Kergit Reiter, sollte ich denen zum Opfer fallen, bin ich tot. Kergit Reiter ist die zweitstärkste Einheit der Kergits. Ich weiß nur noch nicht, ob die. Ah, ich weiß nur noch nicht, ob die ausgebildet sind oder nicht. Achso, man kann auch nur einen Betrieb in einer Stadt machen. Ansonsten wäre das viel zu overpowered. It's over 9000. Hey. Ja. Ist das Let's Play nicht spannend, andauernd ausgeraubt zu werden und nirgendwo sein Gewerbe hinklatschen zu dürfen? Ah, ja, stimmt. Ich habe schon überlegt, was ich die ganze Zeit sagen soll, aber... Ui, die haben die Burg erobert. Aber... Oh, Till baut von den Nords. Ja. Das war's dann auch schon. Gut, wir können uns wieder um nichts kümmern. So, wir haben gesehen, wie viel wir bekommen. Und damit können wir jetzt langsam arbeiten. Natürlich, ich werde weiterhin schauen, ob ich überall mein Gewerbe hinklatschen kann. Aber das bin nebensächlich. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.